jetzt erstmal hier ein Reparatursystem, ist ja grausam. An alle, die uns hören, SOS! An alle, die uns hören, ich flehe sie an, rettet uns! Start abgeschlossen. Na shit, na egal. Bestätige. Wir warten auf Anweisungen. Feindkontakt. Ziel erfasst. Feind ist in Angriffszone. Gehe zum Angriff über. Und los geht's. Wo ist der Rest? Wir warten auf Anweisungen. Bestätige. Bereit. Piranha, Volcanic und... Bestätige. Piranha. Verstanden. Ach, da oben sollt ihr rumdackeln. Wer will als nächstes sterben? Ziel erfasst. Ah, der Krebs. Können wir uns auch mal hier die Gegner angucken. So sehen die letzten Krebs aus. Hier unten sehen wir schon ganz deutlich Raketenwerfer. Jetzt was das Ding macht. Sehe einen Feind. Greife an. Habt ihr gesehen? Die Raketen sind einfach dran vorbeigeflogen. Und los geht's. Dank geben unserem lieben Heretic, der sogar Raketen bis, wenn er es richtig macht, bis Stufe 3 aufhalten kann. Besser gesagt, umlenken. Mhm. Bin im Ziel. Diese Waffen wurden hier als Vorwand versteckt. Es sind nicht, wie es aussieht, habe ich es. Das Hauptdepot ist im Zentrum des Dreiecks. Ich markiere es auf der Karte. Da kommt aber früh drauf. Mhm. Und hinten kommen zwei... Angriffsmodus bestätigt. Bryce. Berserkerlaser. Bestätige. Waffensysteme bereit. Einer weniger. Bereit. So, das erste Mal hier runterfliegen. Gott, das reicht ja schon. Muss ja nur in Reichweite des Traktorstrahls sein, damit die das empfangen können. Und los geht's. Ne Polaris. Ne Polaris? Wollt ihr mich verarschen? Als Vorwand. Impulskampflaser. Leute, das ist eine saugute Waffe für einen Anfang. Mit der kann man sogar eventuell, je nachdem wie gut man spielt, sogar bis zum Ende durchhalten. Meine Güte. Wir warten auf Anweisungen. Vorwand, die haben es doch nicht mal alle. Bestätige. Ace, hier rein. Du bist doch unser Laserfreak mit Scharfschütze hoch. Undock-Manöver abgeschlossen. Leck mich doch am Arsch! Hallo! Ne Polaris! Start abgeschlossen. Wir warten auf Anweisungen. Bestätige. Bitte sowas Verstanden. Gutes als Vorwand. Polaris. Und hier ist das Depot. Zerstören wir diesen Asteroid und holen wir es uns. Und los geht's. Let's get it all. Ziel erfasst. Verteidigungssatelliten, die zuvor inaktiv waren, werden plötzlich aktiv. Angriff. Sollen sie in der Hölle schmoren? Bereit. Feind zerstört. Ziel zerstört.
Feind zerstört. Weiß nicht, was das für Feind komisches zerstört. Klang ist natürlich ein Sein Ziel sein, aber zerstört. Die sind extrem. Alles klar. Für den Arsch. Bestätige. Eine Minigun. Ja, und die Auswahl kann sich mal sehen lassen. Ey, besten. Schildverstärker. Antriebsverstärker. Tarpen. 10%. Naja, geht. Ich verwende lieber den Mustang. Hat 30%. Scout. Aufklärer. 160 Klicks. Das ist eine Menge. Aber am Anfang. Du siehst Gegner, bevor sie dich bestätige. Sehen. So, versuchen wir mal. So, wie heißt es jetzt hier? Die Chimäre zu knacken, weil alles klar. So heißen die Trägerschiffe bei den Berserkern. Kampf gegen ein paar Berserker, es wird gleich nach ein richtig heftiges Ding. Mal schauen, ob wir es überhaupt hinkriegen. Jetzt, Leute, jetzt. Helft uns! Wir Bestätige. Werden von zwei Berserker-Geschwadern und einem Träger gejagt! Wer will als nächstes sterben? Gut, wir schlagen sie gemeinsam zurück. Bestätige. Jetzt hier da hinten, die Chimäre. Ihr sagt, wieso hat er schon Raketen aktiviert? Okay. Hier brauchen wir keine Raketenabwehr, hier brauchen wir einen Angreifer. Und einen, der verteidigt. Nee. Bestätige. Angriffsmodus bestätigt. Heretic? Nein, nein, nein. Pfui, aus, zurückkommen, sofort. Mein Schiff sieht aus wie ein Sieb. Aus dem Grund. Man lässt sich nicht mit auf eine Chimäre mit auf direkten Nahkampf mit Nayari ein. Wir warten auf Anweisungen. Okay. Und vermutlich war das eh nicht so das Wahre da hinten. Also raus hier. Ich habe eine Brigand gekriegt. Jetzt sieht man auch, warum ich dieses Schliff nicht ernst nehme. 20, 40, 770. Das ist das Schlechteste. Nicht, wenn ich eine verdammte Polaris gerade eben gekriegt habe. Das Ding schießt ja One-Shot. One-Shot, wenn es keine Schilder hat. Ansonsten sind es Two-Shots und diese gehen ja relativ schnell. Elf Punkte. Inspiration, ein zweischneidiges Schwert. Entweder du triffst oder du stirbst quasi. So, hier kann der nix lernen. Hier Raketen brauchst du nicht. So, und hier auch nichts. Also nichts gelernt aus der Mission. Außer jetzt habe ich mein gesamtes Geld schon ausgepulvert. Fuck! Du musst nicht mit einer Polex rumlaufen, du kriegst dir schon noch was Vernünftiges rein. Du kriegst auch mal was Besseres als eine War-Ex. Systeme, hier kriegst du einen Scanner. Was kriegst du? Was haben wir denn Schönes? Hier, damit kann ich. So, das ist das Reparatursystem für mein großes Mutterschiff hier. So. Fracht nix. So,
Systeme, kann ich das jetzt auch wieder verhöckern. Hier, Mustang. Naja, auf geht's zur humanitären Hilfe. Januar 1 oder 2. Haben Sie alles erledigt? Start abgeschlossen. Diese Händler waren hilflos. Sie hatten recht, es war ein Nahrungsmitteltransport. Hm? Bestätige. Bereit. Da haben wir einen Angriff. Piraten. Aber die Piraten machen... Wir befinden uns im System Janova 1. Jetzt müssen wir unseren Auftraggeber finden. Aber jetzt haben wir natürlich das Problem. Wir warten wir gesehen, auf Anweisungen. Sehen, dass sich die... Da sieht man uns gerade wunderbar den Laser. Bestätige. Angriff. Dass sich die Piraten mit der... Dass sich die Patrouille mit den Piraten eingelassen Ziel hat. Ziel zerstört. Bestätige. So, jetzt hat aber... Kommt. Bestätige. Endoria. Bestätige. Und hier... Die Triad. Triad Yakuza. Auf geht's zu unserem Arbeitgeber. Bereit. Einem Schwertransporter. Hallo Jungs, Sie haben sie nicht beeilt, was? Nennen Sie mich Astra. Lernen wir uns doch kennen. Sie sind also die Star Wars, stimmt's? Oh Mann. Also entweder haben wir da. Sind die echt schlimm in der Übersetzung oder es ist ein Grafikbug, weil bis Z. Und jetzt ruf mal einen Erwachsenen. Nein. Und du bist wirklich unser Aufregung. Wir hatten hier mit dir, vor allem kein so junges. Kümmert es Sie, wer Sie anheuert? Jedenfalls arbeiten Sie jetzt für mich und bekommen Geld, wenn wir die Fracht erfolgreich ausliefern. Können Sie uns genau sagen, wohin wir die Fracht bringen sollen, woraus sie besteht? In meiner Nachricht stand, dass ich eine Nahrungsmittelfracht zum Sektor Janova 2 bringen soll, welcher von Piraten besetzt ist. Also werde ich das auch tun. Mein Schiff ist voll beladen mit Essen und Medikamenten. Davon haben die Menschen in diesem Sektor schon seit mehr als 2 Wochen nichts mehr gesehen. Der einzige Weg nach Janova 2 führt durch diesen dünn besiedelten Sektor namens Janova 1, der sich ebenfalls unter Kontrolle der Piraten befindet. Wissen Sie, wie die Piraten organisiert sind? Das sollten wir auf jeden Fall machen. Meinen Beobachtungen zufolge patrouillieren die Piraten im gesamten Sektor. Selbst der Weg hinauf zur Patrouillestation ist nicht sicher. Die Piraten sind schwer bewaffnet und fühlen sich wie zu Hause hier. Gerüchten zufolge profitiert der Triad-Konzern von dieser Blockade und steht daher vermutlich in direkter Verbindung damit. Das tut das. Ich hoffe, die Patrouille hat mehr Informationen für uns. Also gehen Sie uns unterwegs nicht verloren. Okay. Wir warten auf Anweisungen. Aber jetzt hier. Alles klar. Der extreme Burner. Hier ein kleiner Tipp zur Mission. Hier ist nicht die Patrouillestation Odysseus. Ich spreche im Namen der wohlbekannten Söldner, den Star Wolves. Denjenigen, die den roten... Das sollte man auf keinen Fall machen, weil da hat man Patrouille, Triaden... Und die Piraten haben noch gegen sich. Und das ist scheiße. Auch wenn man die Position von denen erhält. Es ist nicht empfehlenswert. Welche werden aber uns Fracht darf nicht inspiziert werden. Die Daten. Meine Informationen werden automatisch abgezählt. Und das können wir nicht brauchen. Wir müssen doch wissen, wem diese Fracht gehört. Dann nehmen wir hier lieber 2. Gut. Nun denn. Ich habe die Informationen über sie gelöscht. Also fliegen sie weiter. Da Sie sowieso dorthin unterwegs sind, gebe ich Ihnen ein paar Container. In Ordnung? Jo. Wir warten auf Anweisungen. Jetzt geht es erstmal zu den LS-Werkstätten. Warum nach da? Weil es hier noch ein bisschen schön viel Zeug gibt. Bestätige.
Und los geht's. So wie ein Mutter-Frachtschiff. Feindkontakt. Und jetzt sehen wir schon, warum wir hier den Scanner mitgenommen haben. Wir und sehen los schon, geht's. Dass das Feuer draußen ist. Bestätige. Aber jetzt können wir hier richtig sehen, was da alles auf uns zukommt. Angriffsmodus und fuck, das bestätigt. Ist eine Menge. Bereit. Ziel erfasst. Die greifen nicht noch einmal und